Einen schönen Dienstagabend wünsche ich euch wieder. Herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ja, wir sind in Zigeligrund, der Festung der Zwerge in Vorochel. Und wie ihr seht, wir haben hier einiges an Aufgaben, wie ihr im Minirad da sehen könnt. Und ich bin der Meinung, wir sollten einfach mal ein paar Aufgaben annehmen. Es passieren schreckliche Dinge, Etelevieras. Hier müssen wir einen Jäger finden. Ich würde sagen, wir nehmen hier oben erstmal die Quests an. Mal gucken, was wir noch alles erleben. Ich grüße euch. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Da, okay. Hier ein getroffenes Mammut finden. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Murmeln finden wir, wenn ich mich recht erinnere, bei den Gaudaran. Ah, Schurke. Das ist die Schurkenaufgabe. Zwei Quests können wir noch. Bei einer können wir erstmal hier abgeben. Dann können wir wieder drei annehmen. Ein bisschen Platz habe ich auch noch dafür. Wir holen uns natürlich das Band, was für uns interessant ist, auch wenn wir es verkaufen werden. Das heißt, wir brauchen das erste. Schick's aber wirklich. Ist ja auch egal. Geben wir alle ungefähr gleich viel. Kommt und bleibt einen Augenblick. Beschafft Zwergenspitzhacken. Die liegen hier unten auch massenweise rum. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Hungersnot bei den Bergbauern. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Kommt, bleibt einen Augenblick. Das mit dem Peikus können wir kombinieren. Bei Durins Bart bin ich euch nicht mal eine Minute eurer Zeit wert. Und ein heißes Pflaster, das lassen wir erstmal aus. Wir grasen jetzt erstmal die Aufgaben alles hier im Süden ab. Und ich würde einfach als erstes sagen, wir werden uns um die Peikus kümmern. Oder 20 Hirschfleisch. Na, 20 Hirschfleisch klingt auch interessant. Wir nehmen dafür heute mal wieder Edmi. Und dann wollen wir doch einfach mal sehen. Okay, das kriegen wir also auch von den Eisbären. Murmeln, das ist neu, beziehungsweise ich kenn's nicht. Ich jag jetzt einfach alles, was mir vor die Nase kommt. Wo wir schon so einen schönen grimmigen vor der Nase haben, nehmen wir die natürlich auch gleich mit. Wie ihr sehen könnt, 13 haben wir schon von 40 und das ist nur Tat 1 und dann brauchen wir nochmal das Doppelte. Also insgesamt 120 von den Viechern und das ist schon schwer genug. So, jetzt sind wir in der Peiko-Höhle. Hier müssen wir auch für die Daily-Aufgabe regelmäßig rein, aber hier reicht es uns erstmal, wenn wir die 15 Peikos besiegen, das zweite Notenblatt suchen und die Murmeln wieder beschaffen. Also hier können wir gleich drei Aufgaben auf einmal erledigen. Vor allem, sie sind sehr nervig bezüglich Fernkampf. Die Peikehöhle ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Entschuldigt bitte, ich habe gerade so ein bisschen Schluck auf.
Die Pikehole ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Es ist ein mehr oder weniger langer, gerader Gang. Und am Ende ist sie einmal in sich selbst gerundet. Also mit Edmi macht das gerade richtig Spaß, die Viecher zu jagen als Tank. Als Nahkämpfer habe ich hier immer das Grausen gekriegt. Das zweite Notenblatt haben wir jetzt auch schon, wenn ich das richtig sehe. Es fehlen noch Murmeln. Ich würde mal sagen, hat der Falsche abgekriegt. Richtig, große Schneemutter, die lassen wir mal in Ruhe. Die brauchen wir nämlich nicht. Dann werden wir uns einfach mal den anderen Gang zuwenden. Die brauchen wir nämlich für die Jagdaufgaben, die wir, glaube ich, von oben kriegen, aus dem Huflager. Ups. Aber wie ihr sehen könnt, das geht hier auch relativ zügig. Pikos sind auch schon fast weg. Wir brauchen noch einen Piko, das dürfte der sein. Wie ich schon gesagt habe, die Höhle macht am Ende einmal so einen kleinen Rundumbogen für sich selbst. Wie ihr sehen könnt, hier ist die große Mutter, hier ist der Rundbogen und das war schon die ganze Höhle. Behaupte einfach mal, wir sind hier relativ zügig durch. Haben eben auch relativ gut die Tierhäute bekommen, die wir für die Rufabgabe brauchen. Was auch sehr gut ist. Und wir sind sogar schneller als der Respawn. Das heißt, wir müssen uns noch nicht mal rauskämpfen, was auch sehr vorteilhaft ist. So, einmal auf das Reh, einmal auf den Bären. Das gab für uns die richtigen Murmeln. Die Murmeln sind erledigt, jetzt können wir uns mit dem Fleisch beschäftigen. Beziehungsweise wir nehmen den Eiscremigen mit. So, lasst mich mal eben kurz schauen. Jetzt geht's hier auf den Friedhof der Mammuts. Denn hier müssen wir nicht nur Zwergenspitzhacken finden, die komischerweise überall verstreut liegen. Also das ist hier eine meiner persönlichen Hassaufgaben. Vor allen Dingen, weil hier auch immer wieder diese Plünderer auftauchen, wenn man sich so einer Axt nähert, was auch sehr nervig ist. Und es ist halt auch noch eine neue Tat. Die Spitzhacken liegen hier auch komplett über den ganzen Friedhof verteilt. Was auch nicht unbedingt so sehr vorteilhaft ist.
Namen sind ein. Also man kann sie sehen, was auch sehr vorteilhaft ist. Das ist auch nicht immer der Fall gewesen. Halt doch mal die Klappe, Zwerg. So, da unten haben wir dann den nächsten, beziehungsweise die nächsten Hirschbullen. Die Hälfte habe ich. Die auf der Brücke lasse ich mal in Ruhe, weil das sind die einfachsten Spitzhacken. Wie ihr sehen könnt, hier kommen dann die etwas schwierigeren. Vor dem Mammut habe ich erstmal noch ein bisschen Angst. Das müssen wir zu einer späteren Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. So, hier geht es dann weiter. Hier ist dann der nächste Bulle. Ja, wie ihr sehen könnt, hier könnt ihr hier wirklich alles an Jagdaufgaben erledigen. Ihr könnt die Hirsche erledigen, ihr kriegt die Murmeln. Sehr vorteilhaft, sehr vorteilhaft. Ach, da ist er. Wir mal eben kurz vor unseren lieben Freunden, den Bären. Und dann haben wir auch gleich den passenden Screenshot, nämlich komm schon. So, dann gucken wir jetzt erst einmal, wo sie noch so stehen. Haben wir gleich den passenden Screenshot. Ach, sieh einer an, das sicher jetzt erst. Hit me. So. Die Gaudaran haben das dritte Notenblatt. Sehr interessant. Hit me. So, wo waren wir stehen geblieben? Richtig, wir wollten weiter das Hirschfleisch erjagen. Da fehlen uns noch ein bisschen was von. Und wo wir dann jetzt schon hier in der Gegend sind, können wir dann auch die Gaudaran erjagen. So geht's natürlich auch. Ach, den Seher müssen wir auch noch demnächst erledigen, aber noch nicht jetzt.
Wenn wir Glück haben, ist das auch noch der letzte Steppenhirsch. Ja, auch erledigt, passt. Dann können wir jetzt erstmal weiter die Zwergenspitzhacken suchen. Die Hälfte der Spitzhacken haben wir zusammen. Zwei liegen noch auf der Brücke, wie wir wissen. Also muss es hier noch ein, zwei Stück davon geben. Ich glaube, die Chancen bei einem Jäger bzw. beim Gauderan, die Viecher zu die Seite zu finden, war höher. Aber erstmal egal. Die Seite ist für mich erstmal nur sekundär. Primär ist für mich jetzt erstmal die Beschaffung der Spitzhacken. Jetzt machen wir erstmal den beiden Zwergen da Feuer unterm Arsch. So. Wie ihr sehen könnt, hier liegen noch einige Spitzhacken rum. Ich werde sicherlich eine im Feld übersehen haben, aber das macht nichts. Und wie ihr sehen könnt, hier gibt es die Grimhandwappen. Die Grimhandwappen droppen normalerweise mit in der Instanz von Eridluin, nämlich hier oben nach Anur. Die braucht ihr A zum Eintauschen in Thorins Tor und B natürlich, um Ruf zu steigern. Ja, ich habe es fast mir befürchtet. Eine habe ich irgendwo übersehen. Ah, okay. Ich habe keine draußen übersehen. Jetzt kümmere dich endlich um diesen Zwerg. Das heißt, wir finden 5 vor der Mine, also in diesem Bereich, und 5 auf den Feldern. So, und da will ich natürlich einfach mal sagen, wir haben einen Großteil der Aufgaben wieder abgeschlossen. Lasst mich mal eben schnell durch die Vorrochel-Aufgaben gucken. Gut, das ist erstmal uninteressant, die ist auch uninteressant. Ja, und das war's. Die 5 Aufgaben, die wir machen könnten, haben wir abgeschlossen. Und dann sehen wir doch einfach mal weiter, was jetzt kommt. Weil der Jäger befindet sich nämlich hier unten. Und da müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hin. Ja, komm her, du kleiner Dieb. Wieder einen Schlittschuh bekommen. Die farmt man auch am besten immer bei den Gauderan. Da habt ihr eine relativ hohe Drop-Chance. Ansonsten auch die Angmarinen, die hier noch in diesem Gebiet vorkommen. Daneben. Aua. Ich versuche jetzt einfach nochmal ganz kurz mein Glück hier mit den Viechern, bevor wir die Quests abgeben. Da wir noch genug Zeit haben. Vielleicht haben wir ja das Glück und wir kriegen die letzte Seite noch. Wäre natürlich schön. Aber mit einer abgenutzten Elmschnitzerei bin ich auch hoch und ganz zufrieden. Naja,
nicht dabei gewesen, geben wir einfach jetzt mal die Quests ab. Vor allem, wir entgiften uns erstmal. Mal so hier durch die Taten gucken, Tatverliehen, Grimhandbezwinger, Taten von Vorochel. Kleine Nerven sehen. Und das war wieder so klar. Der erste Mob, den ich nicht jagen wollte, hat diese Seite dabei. Hat uns natürlich auch noch eine blutende Wunde beschert. Wie ihr sehen könnt, wir haben so viele Aufgaben wie möglich in Vorochel erledigt. Dann müssen wir halt den 7 Gefährten einmal helfen. 2 haben wir ja schon. Dann haben wir natürlich wieder die Jagdaufgaben, die Erkundungsaufgaben. Also sozusagen die Standardaufgaben in jedem Gebiet. Was kann ich für euch tun? So, damit hätten wir jetzt erstmal die verlorenen Murmeln beschafft. Bleibt einen Moment. Ah, jetzt müssen wir Gaudaran Diebe jagen. Welcher Schurke raubt Schurken aus? Dann haben wir hier wieder mit Sigma, wo die Norsufs sterben. Der Titel der heutigen Folge. Ich grüße euch. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Dann einmal wieder hier hoch. Hier geht's dann weiter. Seid gegrüßt. Doch, Grimhans. Das wird wieder eine schöne Folgeaufgabe sein. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. So, Nahrung für die Hungernden. Sehen können, gibt für Tor ins Tor den Ruf. Das ist auch nicht so knapp. Bei Durinsbart bin ich euch nicht einmal eine Minute eurer Zeit wert. Hallo. Und wir haben die Pikers besiegt. Hättet ihr die Güte einen Augenblick? Jetzt müssen wir dann nochmal rein und die große Schneemutter besiegen. Das wiederum kann man, wie gesagt, mit einer der Jagdaufgaben kombinieren. Haben wir sogar noch einen Questplatz frei. Würde ich mal sagen, na gut, in die Richtung mit den Würmern müssen wir eigentlich gar nicht. Deswegen ich gucke einfach mal ganz kurz was. Zerbrochene Zweine haben wir nicht abgegeben. Tiefschwarze Tier heute. Wie ihr sehen könnt, hier müssen wir ein bisschen hin und her rendern. Und ich glaube, hallo? Ja, lohnt sich nicht abzugeben. Es gibt nur EP und wir wollen ja hier bei den Vorochel ein bisschen in Ruf, im Ruf steigern. Dementsprechend nehmen wir die Aufgaben erstmal nicht an. Sondern werden in aller Ruhe wieder hier zu dem Lager zurückkehren, wenn wir soweit sind. Und dort dann für Vorochel die Quests abgeben. Das ist dann in meinen Augen einfacher. Ah, wo wir gerade schon hier den Dieb sehen. Vielleicht haben wir ja gleich Glück und haben der erste Dieb hat's dabei. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Da ist noch ein Grimmiger. Wie gesagt, ich nehme alle mit, die ich finden kann. Wenn man sich nicht unbedingt gerade verdrückt. Da ist Mika, mit dem wir sprechen sollen.
Mein Koti ist euer Koti. Dieser Tag eignet sich gut zum Geschichtenerzählen. Okay. Ihr seid zu einem schicksalhaften Zeitpunkt hergekommen. Und jetzt müssen wir auch noch hier Tundrabären besiegen. Das passt hier soweit alles auch ganz gut. Also bin ich auch gerade froh, dass ich oben die Quest nicht angenommen habe. Dann wollen wir doch erstmal gucken. Beides finden wir hier in ausreichender Menge. Als erstes prügeln wir uns mal mit dem Seher, der ja hier vorne ist, und dann mit ein paar der Eisbären. Gibt wieder das Übliche, gibt gut die schwarzen Felle, die wir brauchen, die Rufgegenstände und noch ein bisschen Kleinkram. So, hinter der nächsten Anhöhe müssten sich nicht nur die Bären verbergen, sondern auch der Seher. So, 5 Bären haben wir besiegt. Da ist er. Die blocken wir mal aus seinem Versteck. Leider nicht das, was wir wollten, aber egal. So, das Übliche. Edmi geht wieder vor. Erst auf den kleinen Wolf, dann auf den Seher. Dann hauen wir als allererstes diesmal den Blitz rein. Und dann das Feuer hinterher. So, der Gauderanseher ist besiegt. Das Mammut ist frei. Haben wir schon mal wieder eine Aufgabe erledigt. Dann holen wir uns noch den Tundrabären dran. Vor allem, ob der mich verflucht oder nicht. Ich bin kundiger. Ich kann den Fluch jede Sekunde abnehmen. Na gut, alle drei. Ich glaube, alle 10. Oder alle 15 Sekunden. Aber das passt. So, die Quest mit Mika lassen wir erstmal noch wieder offen. Die können wir auf der Rücktour abnehmen, wenn wir die 20, sag ich ihm schnell, Tundrabären erledigt haben. Mir läuft jetzt gerade doch ein bisschen die Zeit weg. Dementsprechend gebe ich jetzt die Blätter ab bei der Baden. Und dann können wir morgen in der ersten Aufnahme uns um die Eskorte kümmern, beziehungsweise um den verschollenen Jäger. Es ist so vorteilhaft, dass wir die alle mitnehmen. Weniger müssen wir am Ende suchen und farmen. Dann aktivieren wir mal eben ganz kurz die Quest wieder. Blätter im Wind. Einmal dann wieder hier vorne hinreiten. Und dann war es das auch schon fast wieder. So fast ist gut. Meine Uhr sagt, wir sind eigentlich schon nur ein paar Sekunden vom Ende entfernt.
So, das Ende wäre jetzt erreicht von der Zeit her. Aber das ist erstmal egal. Wir reiten jetzt noch hin zur Questabgabe, so dass wir dann von dort aus morgen am Mittwoch weiter vorankommen können. Ja, wie ihr noch nebenbei seht, in Vorochel ist halt leider auch eine Menge mit Reiten verbunden. Aber dafür haben wir andere Gebiete, wo wir wieder questweise und stoßweise questen können, ohne dass wir erst 3 Kilometer reiten müssen. So, dann spule ich mal wieder mein übliches Turmband ab. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oder einen Kommentar da. Schaut auch gerne wieder morgen Abend vorbei. Gebt mir einen Kommentar. Es wird immer noch nach einem Namen für unser Tundra-Bärchen gesucht. Und ansonsten sage ich dann einfach mal bis morgen. Tschüss.